München. Heute Nachmittag, 14.55 Uhr, trug der Schauspieler, Sänger und Musikalienhändler Robert Gregor Kühn mehrere Gegenstände in das Kellergeschoss seines Mietshauses. Dort öffnete er die mit Holzlatten versehene Tür der Parzelle Nummer 14. Die genannten Gegenstände, ein Wecker in Nierenform, ein Flamingo aus Gips und ein Luftschlangenset, verstaute der Künstler artgerecht in einer ehemaligen Schuhschachtel. Kühn erhofft sich von der Aktion eine sowohl geistige wie auch emotionale Entlastung. Und nun zum Wetter.